Es ist ein Monster mit einer guten Verteidigung. Ja, ich weiß. Willkommen zurück, Freunde. Willkommen zurück. Wir müssen, um ihn zu besiegen. Euer Befehl? Ich schicke erstmal die Bogenschützen hier. Naja gut, die Bogenschützen, die kann ich eigentlich gar nicht da oben gebrauchen gerade. Ich will eigentlich wirklich nur die hier haben. Wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Erwarte Befehle. Wir sind immer noch dabei, den Drachen Fafnir zu bekämpfen. Ich habe hier nochmal neu gestartet. Das ist nämlich doch eine ganz schön heftige Mission. Mehr als ich dachte, weil der Drache so extrem viel aushält. Das ist nämlich wirklich ein dezentes Problem, das wir hier bekommen. Aber unsere Leute regeln das schon irgendwie. Ich habe auch inzwischen einen anderen Kriegsplan aufgestellt, also das kriegen wir alles schon irgendwie gebacken. Oh shit, da ist ja noch einer. Noch so ein Trupp. Wilde Wuffs. Also ich für meinen Teil gehe jetzt erstmal hier hinter. Schön, schön nach hinten gehen. Und jetzt müssen wir aufpassen, das Pferd hat nämlich schon ganz schön Schaden. Dass wir jetzt hier unsere Herumreittaktik machen. Tut mir leid, ihr Eisfräuleins. Tut mir wirklich leid. Wir kämpfen tapfer. Oh shit, lauf. Ja, wo will der denn hin? Was wünscht ihr? Burgherr, du darfst nicht fallen. Komm rüber. Du musst auf deinem Pferd bleiben, du bist für uns die wichtigste Einheit gerade. Was sagt ihr, mein Lord? Komm, vielleicht kriegen wir das ja sogar hin. Der scheint sich ja die ganze Zeit wirklich ein bisschen auf unserem Burgherr zu konzentrieren. Wenn wir uns da immer so hin und her drehen. Scheint, als hätte ich damit jetzt herausgefunden, wie man den Drachen gekonnt überlisten kann. Werdet ihr uns brauchen? Auf eine ganz simple Art und Weise. An die Waffen! Weil so haben wir nur den minimalen Verlust an Einheiten hier. Der geht nämlich wirklich die ganze Zeit vor allem auf uns drauf. Was für uns ja recht schön ist. Weil von mir aus soll er das machen. Wir reiten hier einfach hin und her, uns kriegt er nicht. Und der Drache ist auch gleich besiegt, alles gut. Der Kreis, der wird langsam immer, immer kleiner hier oben, nur. Seine Zeit ist abgelaufen. Reit, 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 reite! Der große Drache Fafnir ist tot, Herr. Ja, das hört man doch gerne. Das hört man doch gerne. So, und jetzt denke ich, wird es hier in dem Gebiet nämlich erstmal noch weitergehen mit irgendwelchen Missionssachen. Nehmt bitte meinen Dank an. Ich fürchte, ich war nicht ganz ehrlich mit euch. Es stimmt, dass ich den Drachen schon seit Jahren verfolge. Doch was ich euch nicht sagte, ist, dass Fafnir früher mein Onkel war. Er stahl den Schatz von meinem Pflegevater Regin, nachdem er ihn kaltblütig erschlagen hatte. Aber großer Reichtum bringt manchmal großes Unglück, mein Freund. Fafnir fürchtete sich so sehr vor Dieben, dass er sich zum Schutz durch mächtige Zauberei in einen Drachen verwandelte. Nun, da sein Verbrechen bestraft wurde, kann ich wieder ruhig schlafen. Aber mein Land und meine Leute sind reich. Nehmt den Schatz, ich brauche ihn nicht. Möge er euch besser dienen als meinem Onkel. Ach, das ist aber nett, ich danke dir. Ich muss mich nochmals entschuldigen, mein Freund. Seht, im vergangenen Sommer war ich in einer unglücklichen Lage. Ich traf zwei Brüder, die Prinzen Schilbung und Nibelung.
die darüber stritten, wie sie den Schatz aufteilen sollten, den ihnen der verstorbene König der Nibelungen hinterlassen hatte. Für die Schlichtung boten sie mir das Schwert Balmung an. Im Nachhinein beschuldigten sie mich ungerechterweise, dass ich etwas von dem Schatz genommen hätte. Sie setzten mir nach, sodass ich nur noch Balmung ergreifen und fliehen konnte. Ich hatte gehofft, hier wäre ich in Sicherheit, doch anscheinend rückt ihre Armee gegen diese Burg vor. Nun muss ich um eure Hilfe bitten. Oh, Jemine. Töte Schielbung und Nibelung. Und Niederlage ist natürlich, wenn der Siegfried elendig stirbt. Ey, cool, die sind gedespawnt. Kann man ja mal machen. So, jetzt ganz ruhig. Wir machen erstmal ganz ruhig hier. Ich will mich jetzt aufbauen. Was habe ich? Was kann ich kriegen? Was brauche ich überhaupt für eine Scheiße? Also, zunächst einmal. Habe ich Holz zum Hacken? Habe ich. Dann werde ich dieses Holz natürlich gleich mal beanspruchen. Und auch die Steinvorräte hier unten sehen mir sehr, sehr nützlich aus. Was ich da aber wahrscheinlich schon wieder brauche, wird eine Hütte sein. Ich kaufe mal noch ein bisschen Holz nach. Damit wir hier auch gleich die Ochsen platzieren können. Gut, und jetzt müssen wir es sowieso erstmal laufen lassen und schauen, wie sich's entwickelt. Was kriegen wir denn an Kriegern? Wir können jetzt zum Beispiel auch die weißen Wölfe holen, wenn wir wollen. Allerdings sind diese Spezialtruppen alle auch ein bisschen mit an Ehre gebunden. Was die Sache nicht gerade einfacher macht. Aber das kriegen wir alles irgendwie gebacken, hoffe ich. Mein Angreifen können die Gegner ja eigentlich sowieso nur von hier oben. Man könnte jetzt mega gruselige Dinge planen und hier sowas hinbauen. Man könnte es aber auch einfach lassen. Bereit! Bereit! Schwertkämpfer, vorwärts! Und stattdessen die vielleicht hier hinschicken, dass die Angriffswellen schon mal so ein bisschen aufhalten, wenn die anrücken. Ich weiß ja nicht, wie lange die brauchen, bis die anfangen anzugreifen. Gold haben wir eigentlich genug. Gib mir mal noch ein bisschen mehr Gold hier. Wir müssen jetzt ernsthaft loslegen. Wir müssen hier bauen. Ich weiß nicht, wie heftig die mich belagern wollen. Ich brauche hier jetzt alles, was ich kriegen kann. Also bauen wir nochmal drei von denen. Drei von denen. Und aufs Stein können wir jetzt auch nicht warten. Deshalb bauen wir das hier mal so hier. Die Prinzen nähern sich, Sire. Die Vorhut ihrer Armee wird uns bald erreichen. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich verbarrikadiere mich nämlich da hinten eiskalt, Freunde. Während ich mich hier schnellstmöglich hochbaue. Wir sind bereit. Wir bewegen uns. Bogenschützen, vorbereiten. So, ihr ja, hoch. Sire. Gehen in Stellung. Hier hoch. My Lord. Unsere Schwerter sind die euren. Ihre Vorhut wird bald hier sein. Mimimi. Ich hab doch keine Angst vor denen. Wie sehe ich alles? Gebt mir mal die Hunde. Die sehen lustig aus. Ich will davon mal eine ganze Ecke. Die Späher melden eine gewaltige feindliche Truppe, die sich auf uns zubewegt. Eine gewaltige direkt? Ach du Schande. Sire, wenn das so ist, kommt mal lieber wieder hierher. Schwertkämpfer, vorwärts! Und zur Sicherheit machen wir das hier mal weg. Neue Befehle, Sire? Ich würde sagen, die Pikeniere stellen sich hier hin. Auf euren Befehl! Und die Schwertkämpfer stellen sich dahin. Und Hunde bilde ich erstmal nochmal eine gewaltige Hundestaffel aus. Und wir machen jetzt, weil wir so viel Geld haben, machen wir hier tatsächlich dicht. Ei, Sire, sind unterwegs. Dann schicken wir die nämlich alle so hier lang. Wir werden angegriffen. Sollen sie ruhig kommen. Die kriegen jetzt gleich erstmal hier richtig eine ran an der Grenze, du. Das ist nämlich so eine kleine Karte, dass man das perfekt ausnutzen kann. Erwarte Befehle! Um denen ein bisschen zu schaden. So,
So, unsere Hundestaffel schicken wir mal gleich los. Die machen immer so niedlich. Und sowas. Das finde ich voll knuffig. Und das soll eine gewaltige Streitmacht jetzt hier gewesen sein. Na ja gut, ich meine, die Eisbären sind natürlich nicht ohne. Können wir Eisspiegel bauen? Ja, perfekt. Will man denn bitte mehr? Da haben wir hier doch eigentlich das Beste, was wir kriegen können. Alles an einem Fleck vereint. So, noch mal ein paar Hunde hier hinschicken. Wir kämpfen tapfer. Was sagt ihr, Mylord? Meine gesamte Nahkampfbrigade mal noch mal ein Stück hier hinter die offene Mauer ziehen. Gut, ja, also ich denke, die Sache, die haben wir eigentlich relativ schnell hier auch über den Tisch gebracht. Die Frage ist halt nur, wann greifen die Nibelungen an, also die beiden Brüder. Während ich hier meine Armee noch weiter verstärke und mir noch Dinge baue, die ich brauchen könnte. Waffen kaufen ist nicht, okay. Gold haben wir auch keins mehr. Ist alles voll weggekauft. Wir bauen hier so ein richtiges Bollwerk hin, nur. Auch noch mal so. Unsere allein Sehnen schon, dass wir die Eisspiegel erwachsen. Haben, ist halt verdammt viel wert. Ach so, ja, stimmt. Ich habe ja kein Gold mehr. Da war ja was. Weil ich würde an sich doch ganz gerne ein paar Bogner bauen wollen, ne? So. Lasst sie kommen, sage ich. Aber irgendwie, diese Kampagne sollte doch eigentlich von der Schwierigkeit her mittel sein. Bisher finde ich die eigentlich sehr, sehr einfach. Ich meine, wir rauschen hier ganz schön durch, ne? Feindliche Armeen schon wieder hier und da. Juckt doch überhaupt keine hier. Was ihr für einen Firlefanz erzählt. Das ist mir royal. So. Ah, wir haben schon wieder kein Gold mehr für solche Schätzeln. Schwupp. Unsere Hundestaffel noch mal ein bisschen verstärkt. Wobei die Hunde nicht ganz so stark sind. Ich würde die vielleicht doch lieber hier als letzten Ausweg hier so ein bisschen platzieren wollen. Wir werden angegriffen. Vielleicht auch lieber unter eigenem Befehl. Werdet ihr uns brauchen? Für Ruhm und Ehre. Unsere Nahkämpfer sollen hier mal ein bisschen... Wie, die kommen von oben. Attacke, Hunde, ihr seid gefragt. Ich wusste nicht, dass die auch von dort kommen können. Das ist ja jetzt fies. Macht sie fertig. Und zwar ein bisschen Dalli, die kommen sonst hier runter. Aber die Hunde legen los, die Hunde legen los. Wir haben zwar einige verloren, weil die nicht unbedingt stark sind, aber die meisten, die haben wir fertig gemacht. Okay, da wissen wir ja jetzt, was wir mit den Hunden zu tun haben. Mit den Hunden müssen wir eindeutig hier hinten ein bisschen blockieren. Darauf war ich nicht gefasst, dass die auch von da kommen könnten, gebe ich zu. Können die auch von oben kommen? Das wäre kacke. Weil von hier sind wir ja eigentlich relativ gut geschützt. Unser Problem ist und bleibt diese Gegend. Aber auch da können wir Abhilfe schaffen, sobald wir hier ein bisschen mehr Nahrung produziert haben. Werde ich nämlich loslegen und wieder so einen Eisspiegel mit ran schaffen. Wir müssen hier auch mal eben das verkaufen. Hier, die Eisspiegel sind jetzt wichtiger.
Können wir hier in die Mitte vielleicht noch einen platzieren? Und ein größerer Turm wäre natürlich auch angebracht hier hinten an der Position. Wir platzieren das hier mal so. Gebt uns nur ein Ziel. Und schicken hier direkt mal ein paar Schützen mit drauf. Hier, das kann ja wohl nicht wahr sein, was der Typ uns hier... Also was denkt der denn eigentlich, wer er ist, hör mal. So eine Scheiße hier abziehen zu wollen. Da hab ich doch überhaupt kein Verständnis für. Können wir Statuen bauen übrigens? Ja, können wir. Wir können hier die Eisdrachenstatue bauen. Wäre ja auch relativ nützlich. Und hier tun wir noch ein bisschen was für die Ehre. Während wir schon wieder Futter verkaufen können, wie ich sehe. Sehr gut. Als ob wir die Eisspiegel hier so dicht nebeneinander bauen können. Wir bauen hier voll die Eisspiegelwand. Hier kommt überhaupt nichts ran. So sieht's aus. Meine Hundestaffel ist irgendwie ein bisschen ausgedünnt. Wie passiert denn sowas? Euer Zeichen, Sire. Bogenschützen in Bewegung. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und unsere Bogner hier, die produzieren und produzieren. Guck mal, wie viel Stein wir hier jetzt auch schon haben. Den brauchen wir nicht. Hier, hau weg. Ich brauche noch mehr Eisspiegel. An allen möglichen Ecken und Kanten. Erstmal die Hundestaffel noch mal ein bisschen aufbessern. Stein muss weg. Nahrung. Können wir auch wieder ein bisschen was verscharren. Und das war's. Damit ist die Eisspiegelwand hier erstmal fertig. Also wer sich mit dem Eisspiegel anlegt, der tut mir jetzt schon richtig leid. Ne, guck mal, wir können das hier so machen. Ich hab kein Geld. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Ne, das glaube ich dir nicht. Du lügst mich an. Bogenschützen, bereit machen. Wir bauen keine Burg, wir bauen hier eine riesige Festungsanlage, du. Aber die Feinde scheinen sich aktuell auch nicht weiter zu kümmern, was wir hier machen. Und fabrizieren. Wir könnten hier natürlich auch noch ein bisschen... Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Bisschen einen Eisspiegel könnten wir hier auch noch mit hinschrauben. Hier direkt daneben einen am besten. Hier sind eure Leute. Hier haben wir nochmal 5 Schützen, die schicken wir hier mit hin. Das ist so eine gewaltige Festung, die wir uns hier bauen. Also im Prinzip können uns die Nibelungen mal. Können wir einen Marktplatz bauen, das wäre hier hilfreich gerade. Na, noch nicht ganz, müssen wir noch kurz warten, bis die wieder Holz ranschleppen. Die Dudelköppe. Das passt da nicht hin, my lord. Das passt hin, wo ich sag, dass das hinpasst, hör mal. Automatisch verkaufen auf 25, Autoverkauf auf, 25, Autoverkauf auf 25. Hier machen wir mal Autoverkauf auf 200 rein, falls wir doch noch irgendwas bauen wollen. Das können wir mal schön hochknallen, doppelte Ration hier mal reinhauen. Und da haben wir eigentlich auch, was wir brauchen. Eure treuen Bogenschützen. Es droht Gefahr, my lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Ich denke, die werden als nächstes wieder von hier angreifen. Bin ich mir relativ sicher. Ich mach mal auf 60 hoch hier. Bisschen Schibit rein. Unsere Bögen werden singen. Ah, und hier nochmal ein die paar Bogis hin. Guter Dinge.
Und für den Fall der Fälle, dass die tatsächlich hier durchkommen sollten. Ich wollte hier eigentlich einen Eisspielraum machen. Darf ich das nicht? Doch, darf ich. Ich wollte schon sagen. Aber ist schon cool, ne? Wir legen ganz schön los. Von wo diesmal? Wieder von da oben. Ich hab's ja ahnt. Da zwei hier Strichneff. Hundestaffel, vorwärts. So, die Bären wollen hier durch. Der Eisspiegel hier wird sich das nicht bieten lassen. Da legt er schon los. Einmal auf Eis gelegte Teddys. Ah, da freut sich wirklich das Herz, Freunde. Da freut sich das Herz. So, zur Sicherheit haben wir hier nochmal Verstärkungstruppen. Fünf weitere Schwertkämpfer stehen zu Diensten. Unsere Hundestaffel noch mal ein bisschen aufbessern. Tun wir denen noch mal was Gutes, indem wir noch ein bisschen Aale shoppen. Und eine Eisriesenstatue hier mal noch mit hinstellen. Ja, ich würde aber sagen, alles in allem läuft so gut hier gerade, dass wir uns eine Pause verdient haben und die uns auch wirklich gönnen können. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter, Freunde. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Lord Peter.